Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die belgische Hauptstadt Brüssel ist Ziel eines Terrorangriffs geworden. Bei mehreren Anschlägen wurden heute Vormittag mehr als 30 Menschen getötet und etwa 230 verletzt. Die Terrorserie begann am Brüsseler Flughafen. In der Abflughalle gab es in kurzer Folge zwei Explosionen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Selbstmordattentäter dafür verantwortlich waren. Laut Feuerwehr starben dort 14 Menschen. Wenig später ereignete sich eine weitere Explosion in der Innenstadt. An der Metrostation Malbeek. Dort wurden nach Angaben des Nationalen Krisenzentrums etwa 20 Menschen getötet. Der Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe von mehreren EU-Institutionen. Wir sind eins, schreibt er auf die Straße. Momente der Anteilnahme in der Brüsseler Innenstadt. Es ist ein Tag, den die belgische Hauptstadt lange nicht vergessen wird. Am Morgen am Flughafen Saventem, dunkler Rauch kommt aus der Abflughalle. Drinnen Chaos. Gegen 8 Uhr hatten zwei Explosionen den Flughafen erschüttert, in dem sich zu diesem Zeitpunkt tausende Menschen aufhalten. Links von uns war eine große Explosion, erzählt dieser Flughafenmitarbeiter. Es war ein großer Knall. Anfangs dachten wir, da wäre eine Anzeigetafel umgekippt. Viele haben geschrien. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, los, wir rennen jetzt. Ich war auf dem Weg in die Eingangshalle, um einzuchecken. Ich habe das wohl nur um 2 oder 3 Minuten verpasst. Ständig steigt die Zahl der Toten und Schwerverletzten. Eine Überwachungskamera hat dieses Bild gemacht. Es soll mögliche Verdächtige zeigen. Wer kennt diesen Mann, fragt die Polizei. Vermutlich haben zwei der Männer Selbstmord begangen. Der Mann mit heller Weste und Hut wird aktiv gesucht. Am frühen Vormittag ein weiterer Anschlag, diesmal in der Metrostation Malbeek, mitten im Europaviertel. Augenzeugen berichten, dass sie schreckliche Szenen mit ansehen mussten. Vielen wird bewusst, dass es auch sie hätte treffen können. Ich war mit der Metro unterwegs auf dem Weg zur Station Malbeek. Plötzlich war eine Druckwelle zu spüren und der Zug stoppte. Die, die verschont bleiben, laufen über die Gleise zur nächstgelegenen Station Schumann. Die Behörden stellen zeitweise den gesamten öffentlichen Nahverkehr ein. In ganz Belgien ist die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Grenzen sollen schärfer bewacht werden. Der belgische Regierungschef nennt die Anschläge feige, blind und gewaltsam. Denen, die sich entschieden haben, einen barbarischen Feind zu unterstützen, einen Feind der Demokratie, der Freiheit, der Grundwerte, denen möchte ich sagen, dass wir vereint bleiben. Auch der König wendet sich ans Volk. Wir werden auch weiterhin mit Entschlossenheit antworten, mit Ruhe und mit Würde. Behalten wir das Vertrauen in uns selbst. Dieses Vertrauen ist unsere Kraft. Am Abend gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, bei Hausdurchsuchungen sei ein Sprengsatz. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Ein Meer von Kerzen heute Abend in Brüssel auf dem Place de la Bourse für die Opfer des Terrors. Transparente mit der Aufschrift Ich bin Brüssel, je suis Brüssel, ich bin Brüssel. Ein Anschlag auf Brüssel, ein Anschlag auf Europa. Guten Abend zu den Tagesthemen. Nach dem Terror in Paris im November ist es nun die Hauptstadt Europas, die den traurigsten Tag ihrer Geschichte erlebte. Ab 8 Uhr überschlagen sich die Ereignisse in der Stadt. In der Abflughalle auf dem Flughafen Saventem gibt es kurz hintereinander zwei Explosionen, wahrscheinlich ausgelöst durch Selbstmordattentäter, die sich in diesem Teil des Flughafens in die Luft sprengen. Gut eine Stunde später dann die nächste Explosion. Nun trifft es eine Metrostation, die mitten im EU-Viertel liegt, an der U-Bahn-Station Malbeek.
Sie liegt unweit der wichtigsten EU-Institutionen. So sind EU-Kommission und das EU-Ratsgebäude nur 400 Meter vom Anschlagsort entfernt. Mindestens 34 Menschen sterben, 230 werden verletzt. Christian Feld über den blutigen Tag in Brüssel. Am Abend öffnet der Brüsseler Nordbahnhof wieder. Zwar gilt weiter die höchste Terrorwarnstufe, aber wenigstens ein kleines bisschen Normalität stellt sich ein in Brüssel. Dennoch, der Schock sitzt noch tief. Der Schock über diese Bilder. Flughafen Zaventem am Morgen. Dunkler Rauch kommt aus der Abflughalle. Drinnen Chaos. Gegen 8 Uhr hatten zwei Explosionen den Flughafen erschüttert. Die Täter wissen, welchen Schaden sie anrichten können. Tausende Menschen halten sich zu diesem Zeitpunkt hier. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Zwei haben sich selbst in die Luft gesprengt. Einer dieser drei mutmaßlichen Attentäter hat überlebt. Es ist der Mann rechts in der hellen Jacke. Nach ihm wird jetzt gefahndet. Das Foto stammt aus einer Sicherheitskamera vom Brüsseler Flughafen. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Guten Abend mag man ja heute nicht wirklich sagen. Mindestens 34 Tote, etwa 230 Verletzte sind in Brüssel zu beklagen. Und diese Anschläge sollten nicht nur Belgien treffen. Der American Airlines-Schalter am Flughafen von Brüssel war das erste Ziel heute Morgen. Zwei Selbstmordattentate, anscheinend mit Nagelbomben, wie jetzt bekannt wurde. Eine Stunde später ging im Zentrum der belgischen Hauptstadt eine Bombe hoch, mitten im Europaviertel, also da, wo die Politik der EU gemacht wird. Wie nach den Anschlägen von Paris hat sich auch hierzu die Terrorgruppe IS bekannt. Sie wollte Symbolwirkung und wieder viele Menschen treffen, um Angst zu schüren. Jetzt hat Europa es in der Hand, ob es sich Angst machen lässt. Ich bin Brüssel, haben sie auf ihr Spruchband geschrieben. In der Brüsseler Innenstadt haben sich am Abend die Menschen versammelt. Auch der belgische Premierminister Charles Michel und der EU-Kommissionspräsident Juncker sind gekommen. Ein Tag geht zu Ende, den alle hier so schnell nicht vergessen werden. Der Morgen am Flughafen Zaventem. Dunkler Rauch kommt aus der Abflughalle. Chaos drin. Zwei Explosionen hatten gegen 8 Uhr den Flughafen erschüttert. Verletzte verlassen das Gebäude, in dem sich zu diesem Zeitpunkt tausende Menschen. Terrorismus hat keine Religion. Die Verunsicherung im Netz. Wir sind eins. Das ist zigtausendfach geteilt. Von den Anschlagsorten kamen über die sozialen Netzwerke. Und später dann auch viel Anteilnahme, wie zum Beispiel dieses sehr berührende Bild hier des französischen Zeichners Plantu. Er hat es über die Website von Le Monde veröffentlicht. Frankreich tröstet und trauert mit Belgien. Das ist zigtausendfach geteilt, also weiterverbreitet worden. Dennis Leifels hat noch mehr aus dem Netz. Belgien weint. Und das Netz weint mit. Ich könnte 100 Tweets schreiben, aber ich krieg nicht einen hin, der meine Gedanken und Gefühle in Worte fassen kann. Neben der Trauer posten die Nutzer auch ihren Zorn auf die, die mit Terror Europa verwunden wollen. Andere verbreiten Bilder von einer Kunstaktion, die zeigen soll, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir sind eins. Wer nach dem Anschlag von Brüssel in den sozialen Netzwerken surft, erlebt eine emotional geführte Diskussion. Der Islam sei der Grund allen Übels, schreiben viele unter dem Hashtag StopIslam. Andere halten dagegen, Muslime und Flüchtlinge dürften jetzt nicht wieder unter Generalverdacht gestellt werden. Terrorismus hat keine Religion. Die Verunsicherung im Netz ist spürbar, auch wegen der vielen Spekulationen und Falschmeldungen, die seit dem Morgen verbreitet werden. Wie dieses Video, welches nicht die Explosion im Brüsseler Flughafen zeigt, sondern einen Anschlag aus Moskau 2011.
Wie hilfreich die sozialen Netzwerke in solchen Extremsituationen sein können, zeigen Hilfsaktionen wie Open House. Brüsseler bieten Reisenden Schlafplätze oder Mitfahrgelegenheiten an. Ein Beweis für Menschlichkeit, der diesen Tag vielleicht ein wenig besser macht. Und richtig gute Nachrichten kann ich Ihnen leider von der Wetterfront auch nicht überbringen, aber andererseits auf Regen und auf Schneeschauer kann man sich ja einstellen. In der Nacht fällt hier und da etwas Regen, oberhalb von 600 bis 900 Metern schneit es. Am Tag viele Wolken, etwas Sonne, ab und an fallen Schauer, im Bergland Schneeschauer. Im Nordwesten zeigt sich die Sonne häufiger, am Nachmittag ist es dort trocken. Am Tag 4 Grad im Erzgebirge, 12 Grad am Oberrhein. In der Nacht zu Donnerstag 4 Grad im Breisgau, minus 2 Grad an den Alpen. Und das war's vom Nachtmagazin an diesem Dienstag. Unser Programm geht natürlich weiter. Nächste aktuelle Information bringt die Tagesschau mit Susanne Daubner gegen 2 Uhr. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Und trotz allem, schlafen Sie gut. Tschüss.